Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Unterwasser bei Subnautica. Ja, ich musste ja leider wieder neu anfangen. Und ja, ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet, ein bisschen was, noch was gebaut. Und zwar habe ich mir eine, wo ist er? Da, eine Base gebaut. Und die zeige ich euch jetzt mal. Ich habe die ein wenig verändert als im letzten Display. Da mir ja mein PC einen Strich durch die Rechnung gemacht hat mit den... Ja, was soll ich sagen? Mit den, wie heißt das jetzt hier? Mit den Spielständen, die hat er ja alle gelöscht. Von daher musste ich wieder neu anfangen, also komplett. Aber dann somit hier... Na? Huch, da. Nimm's schon. Habe dann hier einfach nochmal neu angefangen, ohne euch erstmal. Weil ich euch das nochmal zeigen wollte. Weil ich das euch nicht nochmal zeigen wollte, so nicht nochmal antun wollte. Von daher. Ja, von daher, ne, spiele ich das jetzt einfach mal so weiter. Und hier habe ich die Base ein wenig umgestellt, sage ich mal. Und zwar habe ich da einen Raum und hier den Eingang gemacht. Wobei mir gerade auffällt, ich hätte den eigentlich auch in die andere Richtung machen können. Da hinten ist übrigens noch ein Wrack, was ich noch nicht gefunden, gesichtet habe, sage ich mal. Und das werde ich, das habe ich extra noch nicht gemacht, weil ich das mit euch machen wollte. Und ich muss nochmal auf die Insel. Und ich habe keine... Wie heißt das Ding jetzt nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Wie ging das nochmal hier so? Bauplan. Tja. Wo ist er denn jetzt? Seegleiter habe ich schon. Hier, das andere Gleitdings. Oh. Ups. Da, jetzt habe ich aber Schwein gehabt. So, hier ist noch der Raum. Und hier ist dann der andere Raum, der Hauptraum. Hier seht ihr ja schon, habe ich schon den Fabrikator erstellt. Ich brauche noch ein paar Tierchen. Aber ich brauche, hauptsächlich brauche ich erstmal einen Schrank. So, das baue ich nämlich jetzt auch erstmal. Titan 2 und Glas, also sehr schön. Wo habe ich den Ausgang? Den habe ich nach dahin, also baue ich direkt hier, ja genau, baue ich hier direkt noch was hin. Wie viel Glas ich habe. Jetzt habe ich schon kein Glas mehr, okay. Aber ich könnte noch eins so bauen, machen, erstellen, hier herstellen, weil ich habe noch ein bisschen was an Quarz. Da brauche ich nämlich direkt zwei Stück. So. Ob das klappt. Muss euch nachher auch noch was zeigen. Na? So, der klappt schon mal. Ob das dann... Jetzt habe ich keinen Titan mehr. Okay, alles klar. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal genug hier, um so die Sachen, die einzelnen hier rein zu tun. Hier tue ich dann nämlich die ganzen Sachen hier rein. So, und dann, da ist noch Silber. Gut, und da tue ich dann die Materialien rein, wie hier zum Beispiel Krachpulver. Den hier brauche ich auch nicht. Und die tue ich dann da rein. So, ihr seht, ich muss noch ein bisschen was an Futter holen. Caution. Dehydration detected. Was habe ich hier nochmal reingetan? Ich hatte hier irgendwas reingeschmissen. Achso, die brauche ich ja eh noch nicht. Ich hatte hier auch noch ein paar Sachen reingetan, aber jetzt habe ich hier nichts mehr. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall Fische. Da unten, die schmecken immer lecker. Und wir brauchen Salz. Den nehme ich auch nochmal mit. Dann brauchen wir noch eigentlich noch die Blasenfische, aber die schwirren hier nicht rum. Ich weiß zwar, wo die rumschwirren. Ja, es ist jetzt ein bisschen wichtiger, ne, was zum Wasser, sag ich schon, hier, was zum Knabbern zu holen. Wasser auf brauchen wir, genau, sowas Wasser brauchen wir auf jeden Fall, das ist wichtig. Wir bräuchten eigentlich noch mehr Zucker, damit wir uns die richtige Wasserration holen können.
So, dann fahre ich, schwimme ich nochmal hier rüber. Das ist noch recht langsam, aber ich habe noch keine, keine Schwimmflossen gebastelt. Warum ich dann aber so langsam bin, wie ich jetzt bin, das weiß ich natürlich auch nicht. Schnarch. Mal ein bisschen an die Frischluft hier. Schön, ich war der Mond. Da ist ein Blasenfisch, den brauche ich, um Wasser zu ergattern. Ah, da brauche ich einige mehr von. Von daher schnappe ich mir so viele, wie ich tragen kann, am besten. Die geben nämlich nur 30 oder 20 Wasser pro Fisch. Das ist ja dann schon mal sehr wenig. Deswegen habe ich ja schon gedacht, ein bisschen Salz zu sammeln. Da war auch noch einer. Da hinten ist auch noch einer. Da unten ist auch noch einer. Gut. Kann man so schön im Dunkeln kann man immer so schön wegpflücken. Ist hier vielleicht Salz noch? Ne, hier liegt kein Salz. Jetzt ruckert das hier erstmal wieder ein bisschen wegen der neue. Hier Karte laden. Da ist noch einer, gut. Nehme ich den auch noch mit. Ich gleich mal gucken, wie viel ich schon habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Caution. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Ja, ja, ich weiß. Krieg ich den? Krieg ich den? Nein, nehme ich den mit. Emergency. Severe dehydration. Ja, ich weiß es doch. Seek fluid intake immediately. So, euch beiden nehme ich auch noch mit. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ach da. Gut, da wollte ich jetzt erstmal hin und die Fische machen. Das geht dann nämlich bei der Basis, bei dem hier besser, weil der hat mehr Strom und die andere, die Basis, die hat ja nur am Tag Strom und außerdem bin ich dann näher dran hier, ne? So, dann mache ich nämlich erstmal Fische, das Wasser. So, was geht hier? Da mache ich mir jetzt erstmal, ich glaube alle. Auch zu sehen, Rechtsklick gemacht hier. So, sind schon mal 2, 3. Ja, ich brauche nicht mitzuzählen, ne? Ich mache einfach so lange, bis kein Wasserzeichen mehr da ist. Deswegen brauchen wir dafür kein Salz. Wir haben noch 6% übrig vom Wasser. Das heißt, dann werde ich jetzt nämlich mal. Brauchen wir Salz dafür? Nein. Vögeln, ja. Knusprig, salzige Beine sind der beste Teil. Okay, dann nehme ich den hier. Gucken, ob ich noch mehr Salz habe. Nein, das heißt also, wir kochen uns die. Denn da braucht man nämlich kein Salz. Entschuldigung. So, dann haben wir erstmal auf jeden Fall genug zum Fressen, ne? Ach, da ist noch einer. Jetzt habe ich da auch noch wieder drauf gedrückt. Haben wir noch mehr? Wie viel haben wir denn geholt? Jetzt sind wir fertig hier, genau so. Dann wird erstmal hier futtert und hier soffen und bis der Arzt kommt. Guckt euch an, da brauchen wir echt so viele, um das alles fertig zu kriegen. Gepökelt, das heißt die gekochten. Was? Warum? Okay, haben wir das schon mal? Dann sind wir jetzt wieder fit, wie ein Turnschuh. Gucken, da ist noch ein bisschen das hier, genau. Dann kann ich nämlich einen schon mal verbrauchen. Sind wir wieder topfit. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Titan wieder. Titan und Salz wäre schon. Salz wäre schon echt geil. Aber Titan ist auf jeden Fall erstmal sinnvoller, weil wir ja noch unsere Basis ausbauen wollen. Und da brauchen wir halt eine Menge Titan für. Da haben wir schon mal eins. Da gehe ich nicht rein. Nein. Will ich jetzt nicht. Da oben ist noch mal was, aber hier das Salz nehme ich noch mit. Gutes Gimmick, ne?
Wir können das scannen, sehe ich gerade. Habe ich ganz vergessen, die anderen noch zu scannen. Falls uns irgendein dummer Fisch in die Quere kommt, ne? Nein, den brauche ich noch nicht. Da habe ich noch ein bisschen was vor, aber den nehme ich noch mit hier. Irgendwie finde ich, da ist noch was, genau. Da ist noch Metallschrott. Salz ist wirklich ein seltenes Gut, also das heißt, wir müssen auch so schnell wie möglich gucken, diese Wasserfiltrationsanlage zu finden. Die ist ja nur zu finden über den, über so einen Blueprint. Aber mal eben kurz in die Frischluft gehen hier. Damit wir nicht noch ersaufen, ne? Dann ist nämlich das ganze Sammeln umsonst. Da verliert man einiges, wenn man stirbt. Habe ich euch bei den letzten Malen aber, glaube ich, auch schon gesagt gehabt, ne? Kann doch sein, dass ihr das gesehen habt, weil irgendwann ab und zu stirbt man halt mal hier. Also Salz zu finden ist hier echt schwer. Ich habe mal gelesen, dass es hier an diesen Stellen hier eigentlich gut zu finden ist. Da ist wieder eins. Da ist gut. Sehr schön. Guckt euch an. Die Lila-Fächer, die können wir auch scannen. Machen wir das doch direkt mal. Ach, Inventar voll. Gut, okay. Wie viel habe ich noch Platz? Einen. Das heißt also, ich gucke lieber auf dem Weg zur Basis nochmal nach Salz. Bevor ich ja nachher gar nichts mehr finde, ne? Was? Ach, guck mal an hier. Da unten. Ist nur einer da? So, versuch. Komm her, mein Freund. Macht er nicht? Okay. Aua. Noch nicht mal was da gelassen hier. Cash Home, Crash Home. Ja, ja, wenigstens das, ne? Und dann scanne ich den hier direkt auch. Also wir den dann auch schon mal haben. Und dann schwimme ich dann erstmal zurück. Hier hatte ich nichts mehr. Nee. Gott. So, das hier auch, ne, das kann man ja normalerweise reparieren, aber steht auch Use Welder to Repair. Wenn ich den aber nutze, dann steht da 0%. Es muss wohl irgendwo ein Bug sein. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Aber naja, es funktioniert trotzdem. Ich kann trotzdem noch alles machen. Es ist wahrscheinlich einfach nur ein Bug. Mal gucken, wie viele ich davon habe. Oh, jetzt ist Ende im Gelände. Hier noch irgendwas zum Herstellen? Eventuell was Brauchbares? Nee. Ja, gut, aber was ich nochmal eben kurz gucke hier. Schwimmflossen, zweimal Silikongummi. Normal müsste ich doch Silikongummi bauen können, oder? Achso, nee, das kann ich bauen bald. Das kann ich bauen. Hier, da. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Okay, dann gehe ich erstmal zurück zur Hauptbasis. Wo haben wir die da, genau? Und dann werde ich da nochmal eventuell ein Schränkchen oder sowas reinbauen. Schränkchen? Baue ich dann Schränkchen rein? Ja, wahrscheinlich, ne? Guckt euch mal an, wie viele Solarpaneels ich hier drauf geballert habe. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Das ist mein Rekord. Bisher habe ich sonst immer nur 4 Stück drauf gekriegt, aber man bekommt auch 5 drauf. Vielleicht sogar noch mehr. Welcome aboard, Captain. Was hat denn hier? Fliegt mir ein Fisch durch die Dingen hier. So, 3 und dann werde ich nochmal einen Schrank bauen. Passt natürlich nicht hier hin, war klar. Schade. Dann baue ich einen hier hin. Und einen weiteren baue ich nochmal daneben. Weil ich werde einen machen
Fressalien. Nee, eher gesagt Fressalien und Salz. Nee, hier. Für Fischfutter, für Futter und für Trinken eventuell. Ich muss da mal nachgucken, was ich alles da rein tue. Zumal erstmal ich mir gerade einfällt, gekochter Boomerang. Weil den muss ich nämlich essen. Der ist sonst nicht so lange haltbar. Gut, also da müsst ihr mal aufpassen, ne, durch dass der nachher irgendwann flöten geht. Tue ich hier Salz rein? Nein, ich mache das alles hier in dem Raum da, weil ich da nämlich dann auch den Flüssigkeitsdingsbums da machen will. Kommunikationsrelais. Hau ich hier hin. Und... Oh, 5-mal Quarz. Ach du Heilige. Oh. So, was brauche ich noch hier? Was brauche ich noch? Schuld haben wir nicht. Sonstiges haben wir auch nicht. Geräte auch nicht. Solarmodul. Bioreaktor wäre aber nicht schlecht, aber das brauche ich dann alles später. So, hier brauchen wir Lithium für. Ein Schott. Ne, Schott habe ich jetzt keinen Bock drauf. Noch eins ist auch Blödsinn. Ne, können wir jetzt erstmal nichts bauen. Gucken, was hier... Mein Gott. Was hier unser Fabrikator sagt. Können wir auch nichts bauen. Stimmt, das... Jetzt weiß ich auch wieder, was die mobile Vehikelbucht, die brauchen wir noch. Von daher werde ich erstmal wieder alles hier reinpacken. So. So, hier haben wir noch genug Platz, um alles herzustellen oder aber alles hinzustellen. Ich glaube, ich mache hier schon mal zwei Tunnel hin. Da einmal und einmal... Ach verdammt, da habe ich die falsche Seite bebaut, oder? Nee, doch nicht. Ach, hab ich Schwein gehabt. Aber das passt doch gar nicht, wenn ich da dann noch einen hinbaue. Moment, das muss ich mal schauen. Drei. Dann hier, den Korridor. Dreh dich mal bitte. Machen wir das halt so. Prinz Penis, du sollst dich drehen. Hallo? Wieso dreht er sich denn nicht? Ist das schön hier. Kann doch nicht wahr sein, oder? Geht hier eigentlich irgendwas? Wieso kann man das hier dran machen und nicht irgendwo hier an der zum Beispiel? Warum geht das nicht? Ich kann das doch nirgendwo drehen. Kann man doch sonst drehen. Das kann man auch nicht drehen. Ach, leck mich doch am Arsch. Na gut, ich versuche da nochmal ein bisschen rumzubasteln und werdet euch dann in der nächsten Folge Bescheid sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin schon mal nochmal einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Subnautica mit Wobra. Bis dahin. Ciao, ciao.